Wie wollen wir von der Lese in Jesaja 41, Vers 10? Eine schöne Versprechung, du. Fürchte nicht, dann ich sie mit dir. Weich nicht, dann ich sie den Gott. Ich stöck dich, ich halte dich, ich erhöhle dich durch meine rechte Hand von der Rechtigkeit. Guck mal, was für wunderschönen Gott wir haben. Nun kann uns mehr Versprechen, mehr Trost aus der Wut Gottes und durch den Heiligen Jesus. Luminum ist John Hiebert. Von der Jahr dort am 5. November um die Utdeutung von den Heiligen Jesus. Was Jesus in den Himmel fahren will, dann sieht er, er würde seine Jünger nicht trostlos gestohlen lassen. Er würde nicht hängen lassen. Er würde nicht Trost erschrecken. Wenn wir lesen Apostelgeschichte 2, Vers 17, 18, sagt er so: Und das soll passieren an der letzten Deo, sagt Gott, ich werde utdeuten von meinen Jäs auf alle Fleisch, jene Sehns und jene Dachter der Saale Wessaugen, jene Jungs der Saale Gesachter sein und der Erle der Saale Dreims habe, und auf mein Knarchen, auf meine Kirche, weil ich an der Saale Deo von meinen Jäs utdeuten und sei Saale Wessaugen. Also schön. Das ist eine Verheißung, was Gott Olam Olen Bund gesagt hat, wird ein neuen Testament, ein neuen Bund auch wörtlich als buchstäblich an Erfahrung gegangen und jetzt noch einmal an Erfahrung. Jesus versprüht, wieder am Jesus besehen feil zu sein. Liebe Brüder und Schwestern, wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du zu Jesus Christus am Glauben bist gekommen, dann bist du sein Kind und dann bist du nicht allein. Korrekt in dort, wo wie du die Kost von Menschen verloren feil, aber du bist nicht allein. Jesus sagt, er wird am Geist, wir sehen feucht, wir sehen die Kinder seine, bat um eng. So, der Heilige Geist ist in dieser Gegenwart. Der Heilige Geist gof in Jeff den Menschen Weisheit, Mut, mit Jesus zu sein, in andere von Jesus wieder zu vertalen. Wie brücken Mut in den meisten von Jesus seine Menschen, wo du tretet auf Jesus kicken deidem, aus Jesus im Kreuz gehen deidem. Sei schalt auf Jesus, sei schriede jeng am, aus seinem Kreuz gehen deidem, aber wie moike, wo sie auch erschrocken und verdreht werden. Und dort soll sich alle ändern. Jesus hat gesagt, du wirst eine Macht kriegen. Und wenn der Heilige Geist über dich kommen wird, dann wird ihr meine Säulen sein in Jerusalem und ganz Judäa und Samarien und über die ganze Erde. So sagt das in der Apostelgeschichte auch. Jesus seine wird. Sie Jesus, der keinmal Trägone in den Menschen dort verschmiedet, was sie über am gesagt haben, was sie am gesagt haben, was sie über am geschrei haben, dort sei dieselbe Menschen werden. Was du ab den Stellenfriedach mit der ganzen Schau Menschen mitkommen deide und schreide Kritzige, Kritzige. Aber heute verspricht er immer diese Mut, diese Kraft vom Geist. Und hier ändert sich das alles. Das zeigt uns, was ich gut gelesen habe, die Worte meine Säulen sind. Und dort ändert sich. Und weißt du, lieber Freund, der Heilige Geist wie nicht bloß dann für die ersten Jünger, für die ersten Menschen. Da erst von der auch noch einmal für alle Gläubigen, dort wo die Wohnhof ist. Der Jeff, der jaft uns Weisheit, der jaft uns Mut, der jaft uns Kraft. Du mit wie in dieser Welt deine kann. Er wohnt in uns und trägt uns immer nieder zu Gott. Und dort wo er diesen Jeff utgeutet hat, dort wie die Menschen diese Macht kriegen, weil anders wird Gott niemals mehr bekannt worden in dieser Welt. Und nun kann er dort durch diese Geisteskraft, durch die und mich dauern. Die Apostelgeschichte ist der scheine Geschichte. Der vertelt uns von der ersten Gemeinde. Nur dem Jesus an den Himmel nahm vor wir. Die erste Christ, der predigte das Evangelium an diese Geisteskraft ohne Angst und brachte Tausende zum Glauben an Jesus Christus. So halte Kranke, Krebler, so treibe Dämonen raus. Sie weichte Dodius ab und sie leide schwere Verfolgung, Bettem Dod und große Spölerie. Aber bei all dit, dein der Heilige Geist, stärkt und mögt seine Nufolge immer wieder reut, immer stärker, immer mehr, Jesus zu verkündigen. Jesus sind gestorben,
in Obstuhne haft den Tod besiegt. Aber das heißt noch nicht Trikum. Jesus sagt, er wird in Dach war ein Trikum, um die Welt zu rechten. In der Welt war ein perfekter Merk, dass sie alle für am Leben können. Weißt du, wie leben von der an dieser Zwischenzeit? Wie singen, wie kämpfen nach Emma? Aber wie haben wir Vergebung in der Hoffnung, dort nicht für immer so was bleiben? Hei haf an seinen Heiligen Jesus für Kraft geschenke, am Weisheit zu geben. Emma war an jeder Tag, wenn wir leben, nie am Mutterfutter. Haf uns auch eine Mission gegeben, die Welt diese gute Nurecht zu geben. Dort hei uns verjaft, dort hei uns leid, wann wir am Glauben am Vertrauen tun. Dort Neue Testament ist auch ganz voll Geschichte über die Gläubigen. Und wo soll an der Zwischenzeit du leben, wo wir an der Zwischenzeit du von der Hammer leben. Und dort erinnert uns du an. Dort wir für irgendwas mehr, für was gerade leben, als bloß für uns selbst. Hier ist eine schöne Schrift steht, 2. Korinther 3, 17, 18. Dann der Herr ist Jesus, wo aber Jesus ist, du hast Freiheit. Nu überspielt sich an uns allen der Herr an Klarheit mit aufgedeutet und gesagt. Und wie wurde verklärt an dasselbe Bild von einer Klara zu der anderen, als von Herrn, der du Jesus hast. Lut uns beten. Herr Jesus, du bist immer mit mir. Willst du bist mein Rechter, mein Herr und mein Rader. Ich war nicht zu schon war. Mein Wort freut sich, meine Tunge ist freulich. Mein Körper, der wird ruhe. Willst du wasch mich nicht bei der Todesrück verkommen lassen? Dein Körper ist nicht nur verfallen, aber abgestohlen und hat uns Freiheit und Leben geschenkt. Durch die Kraft von deinem Heiligen Jesus wies mich den reichsten Weg von Leben zu Leben und erfüll mich immer mehr mit deiner Freude, dass du gegenwärtig in mein Leben und alle erleben bist. Herr, bitte im Namen Jesu. Amen. Hier ist Gottes Wort frisch für dich von dir.